So, jetzt aber. Oh mein Gott. Ich muss sowieso erstmal mein Questbuch wieder rausholen. Und das da machen. War das so? Nee, das war mit Kisten. Bin ich froh, dass ich endlich wieder meine lang vorbereitete Aufgabe abgeben kann. Nach wie vielen Jahren? Nee. Mittlerweile könnte ich sogar sagen, ich habe die Quest 2020 vorbereitet und 2021 geben wir sie ab. Ich habe jetzt 7 Schalker-Boxen. Wenn ich die alle voll mache und in den Backpack packe, habe ich ein noch größeres Inventar. Da hast du noch mehr. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich brauche generell keine Schalker-Kisten. Mir reicht die Größe vom Backpack. Ja, ich habe die Uni zum Mitnehmen gemacht. Das da. Und. Guck mal, neue Lagerplätze. Was? Wo? Ja. Was muss, das muss, würde ich sagen. Hä? Wo kommen die denn jetzt her? 2, 4, 5, 6, 7. Leute, ich hatte mal eine unsichtbare im Inventar. Suchst du dir unten einen schönen Platz? Unten? Ich baue den Reaktor oben auf. Achso. Ah ja, hast du schon gemeint. Dass der automatisiert werden kann. Denn ich brauche dieses komische Bitumium oder wie das heißt. Hä? Das ist der Abfall daraus. Ta-da-da-da. Fertig für heute. Gute Nacht, ich geschlafen. Hab ich doch. Ach so. Da fehlt ja noch was. So, ich brauche da noch Stromkabel. Hä? Was hä? Jetzt. Ist die Ene wenigstens erstmal fertig. Kann es sein, dass du den Ring immer noch anhast? Du hast es mir beigebracht, den hier nicht anzuhaben. Hab und jetzt ich, machst du nee, selbst. Nee, ich hatte den nicht an. Nee, nee. Das war eine optische Täuschung. Ich habe doch gesehen, wie erstens mein Inventar zu dir hingesungen wurde und zweitens, wie du die ganze Zeit Holz einsammelst. So, kann ich direkt auf den Fünfer gehen? Ich brauche 4 davon. 1, 2, 3, 4. Weil das wäre jetzt echt geil. Ich brauche Highly Advanced Dingsbums. Die hatten wir doch auch. Hä, die hatten wir doch. Ich habe da welche mitgebracht. Kann ich das jetzt einfach mal eben so schnell machen? Nein. Oh, mich mein Gott, mich hat's gerade geschüttelt, ey. Tanksten's. Hilfe. Oh, mich. Kennst du das Gefühl, wenn es dich im Ohr krabbelt und. Schüttelfrost oder was? Nee, es krabbelt dich im Ohr, du schüttelst, kriegst auf immer so, ja doch, so eine Art Schüttelfrostanfall und kriegst am ganzen Körper Gänsehaut. Schüttelfrost nennt man sowas, ja. Nein, Schüttelfrost hast du ja nicht nur ganz kurz, das hast du eine ganze Weile. Ja, so einen kalten Schauer halt. Das, nee, es ist auch kein kalter Schauer, es ist einfach nur, das Ohr kribbelt. Und durch das Kribbeln zieht es dir am Körper ja so zitterhaft alles zusammen und auf einmal kriegst du übrigens Gänsehaut. Es ist schwer zu beschreiben. Merke ich. Iridium. Wo haben wir Iridium? Wie sieht denn der Spaß schon wieder aus? Weiß wie alles andere. Zink, Titan, Aluminium, Iridium.
doch weiter mal größere Upgrade reingepackt. Ich krieg noch den nächsten Voidminer in der Folge fertig. Das heißt, wir überspringen direkt den Vierer und gehen auf den Fünfer. Warum nicht, würde ich sagen. Warte mal. Was? Block of Tanzen-Stil hab ich doch. Ach, das ist Tanzen. Ich brauche Tanzen-Stil. Oh, kann es sein, dass du deinen Crafting-Teil weggepackt hast? Der steht hier. Ja, aber nicht mit dem Inhalt. Nö, das ist irgendwo. Wo hast du das einsortiert? Ich glaube, das habe ich geschmolzen. Ah, nee, hier oben. Wenn du das geschmolzen hättest, ey, nee. Was dann? Hättest du ein paar Ohrfeigen bekommen. Du brauchst dich gar nicht räuspern. So, ich brauch noch zwei Tanzenstil. Warte mal, was? Du hast doch hier so viel hergestellt. Ich habe gerade mal einen Block Tanzenstil, das andere war nur Tanzen. Nur so. Wie macht man den Schmari nochmal? Hot Tanzen. Stahl und Tanzen, okay. Machen wir gleich 32 Stück. Das und 32 Stahl. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Hatten wir jemals Strom? Ja. Nö, die Kabel sind jetzt schon. Oh, nee, wo war wieder aufgefüllt in der Zeit. Der dahin, die dahin, das dahin. Und öffnen. Cranberry Juice. Leck mich fett. Ach ja, ich glaube, es gab ja wieder eine kleine Belohnung. Ach, die habe ich schon im Inventar. Okay, dann machen wir mal schnell das Ding. Wo bauen wir dich denn hin? Wo bauen wir dich denn hin? Ich weiß wohin. Ich hier. Nee, ich baue den ganz hinten in die Ecke. Ja, aber. Ich muss da hinten nur ein Loch flicken. Jetzt. Ey. Was hast du? Sag mal. Jetzt. Natürlich habe ich einen falschen Block mitgenommen, leck mich am Arsch. Nein, danke. Mach ich das so, klaue ich die Dorte. Kannst du mal bitte herkommen und die Kiste hier oben wegnehmen? Sonst kann ich den nicht aufbauen. Welche Kiste? Diese. Kann man die nicht hier wieder tragen? Nein. Machst du einfach so. Backpack auf, genau. Das wollte ich jetzt nicht einsammeln. So. Und wo soll ich hin mit dem ganzen Scheiß? Was fragst du mich das? Der muss dorthin. Ich glaube, das geht so nicht. Das da und ne. Gut. Dago, kannst du noch einen Reactor Access Port machen? Dann haben wir einen In- und Output für dein Gedöns. Jetzt müssen wir jedes Mal hier hoch und das rausholen. Hast du noch Casings übrig? Was für welche? Casings.
Reaktor-Casings, ganz normale Casings. Also wenn ich den hier aufbaue, bleibt eins übrig. Dann kann ich das nicht machen. Weil die Dinger haben Jahre gedauert. Dann musst du jedes Mal hier hochgehen. Ja, was meinst du denn überhaupt? Warte mal. Dass wir einen Input fürs Uranium und einen Output haben. So haben wir nur den Input. Und den Output würde wie? Da müsste man in dem Ding umschalten und da ist das Problem. Wer geht jedes Mal hier hoch und schaltet um, bitteschön? Derjenige, der den Inhalt braucht. So, das mache ich aber hier hinten hin. Das versinkt in der Wand. So. Da drinnen. Ja, einen Angriff nehmen, warte mal. Ich habe das nämlich alles nur nach Anleitung passend hergestellt, darum. Aktivieren. Oh, warte mal. Da fehlt die Flüssigkeit drin wahrscheinlich, oder? Oder hast du die reingetan? Nee, da muss keiner rein bei dem 3x3x3. Sicher? Ja. Ich habe keinen Bock, dass das in die Luft fliegt. Ja, da ist sowieso nichts drin. Ich baue erst Uranium. Ist ja so eine Sache, die wir hier in Massen haben. Ich schau erstmal nur 10 Stück rein. Jetzt geht's los. Jetzt produziert er. Jetzt brauche ich eine Kiste und einen Input. Und das blaue Gedöns brauche ich hier nicht. Hier zwei Reaktor Casing habe ich noch über. Hilft mir nichts, ich brauche 4. Dann bau noch 2. Ja, bringt mir nichts. Ich kann die nicht in nur 2er machen, sondern wenn ich das Rezept einmal mache, kommen gleich 4 raus. Und zweitens, bau doch mal, ist immer so eine super geile Angabe. Nö, los, komm, du hast doch Zeit. Klar hab ich Zeit, nur es geht halt nicht so schnell. Hab ich hier oben noch was? Das ist jetzt nicht schön. Nein, scheiße. Das ist jetzt gar nicht schön. Hier ist auch nichts drin. Weil hier auch nicht. Was suchst du denn? Item Duct. Nee, woher nicht. Nee, haben wir nicht. Ich würde es halt auch mit den Item-Translocator machen. Allerdings müsste ich den dann wieder abbauen, den Reaktor. Weil man das nicht über Eck machen kann. Ich baue dir ja so ein Ding gleich, warte mal. Ich war der Meinung, wir hatten noch welche.
Keine Verwendet jedenfalls. Wüsste ich nicht, wo und wann und wofür. Das ist so ungewohnt, die Kisten zu öffnen ohne Sound. Uran. Kann man da eigentlich die Power irgendwo sehen? Ja, nee, hinten, genau. Andere Seite lang. Nee, hier warst du schon richtig, hier drüben. Ich muss sagen, er würde halt mitten im Raum schon irgendwo besser aussehen, aber... Naja, man kann ja nicht alles haben. Du hast ja gesagt, du willst nicht, dass er mitten im Raum steht. Du, ich könnte mitten im Raum bauen, dann geht uns jetzt das hier verloren, was drin ist. Da ist ja nichts drin. Oder was meinst du mit da drin? Na, ich habe schon die ersten Uranium-Dinger reingeschmissen, dass da Strom produziert. Aber baue ich noch mal ab. Wir warten mit dem Aufbauen. Ich müsste ja bald soweit sein. Dann habe ich auch für dich dieses komische Input-Dingsbums noch mal. Hier vom Reaktor, meinst du jetzt? Ja. Da baue ich aber trotzdem schon mal die grobe Grundlage. Was ist das? Das. Das. Das kommt in die Mitte. Setzen wir dahin. Das Ding zum Anlunzen ist dort. Das Ding dahin. Das heißt, die Kiste kann. Warte mal, brauche ich aber dann zwei so eine Itemteile. Warte mal, du meinst aber nicht die Access-Dinger, die ich gerade baue, oder? Nee, das andere. Das baue ich ja nicht. Oh, wow. Du hast mir gesagt, ich soll dieses Ding bauen. Baue ich das dann? So. Dahin. Redstone, Eisen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahin. Das und das. Was brauche ich dafür? Elektronenzirkuit. Haben wir hier zwei Stück. Vier Transferpipes habe ich. Ich brauche Reinforced Circuit Board. Haben wir natürlich nicht. Und ich brauche Hopper Electron Tube. Haben wir noch zwei Stück.
Wie macht man jetzt das da? Eisen und Redstone, okay. Eisen und Redstone. Redstone brauche Eisen brauche ich später sowieso. Und das macht man natürlich im Carpenter. Ich hab dir das Ding zugeworfen. Nee, ich hab schon gesehen. Was ist das? Item Splitter. Okay. Item Stack Name Tester. Gesundheit. Alles klar, das ist. Ja. Genau. Das ist der Input. Dann ist das der Output. Wo haben wir das Ding denn? Induction Smelter, Induction Smelter. So. Nehmen wir mal Lunzen. Einmal anschalten. Wird reingelutscht und da geht's dann auch wieder raus. Nice. So, der ist automatisiert, ist komplett angeschlossen. Der radert jetzt durch. Hilfe. Was los? Glowstone Elevations Unit. Ich schreib's gerne in den Chat. Tell me, wie ich das herstelle. Mit Glowstone. Nope. So, ey, Darko. Der Industrial Blast Furnace läuft nicht leer. Ich weiß. Geil. Wir haben ja auch 2,4 Millionen F voll. Achso, warte mal, ich muss den noch abkühlen. Hier, Vacuum Freezer. Glowstone. Ich verzweifle. Nicht Glowstone. Einfach nur Glowstone eingeben und dann auf dieses Elevationsunit. Ja. Ja. Hardened Glas, Lumium und Flux Electrum Ingot. Stell mal bitte Hardened Signalium Glas her. Mach mal. Signalum Blend und Hardened Glas. Und wo drin? Industrialschmelzer. Ne, Induktionsschmelzer. Genau. Altbekanntes, was wir nicht herstellen können. Das. Induktionsschmelzer Basic. Warum können wir den nicht herstellen? Weil das ein gesperrtes Rezept ist, das war es aber schon die ganze Zeit schon immer. Findet man dann den Spaß eventuell in Dungeons oder so? Haben wir bisher noch nicht. Nirgendwo. Und das kann ja nicht der Sinn und Zweck eines Technik-Modpacks sein, dass man es findet. Ja, ich will es nicht. Guck mal, wir haben doch hier zum Beispiel Cryoteum Collant Unit.
Und das musst du doch auch in dem Ding herstellen, oder? Wo bist du bitte drin? Ich kann es dir zuwerfen hier. Ah, nee, die Dinger haben extra Rezept. Die musste ich schon mal herstellen. Ich kann zwar nochmal nachschauen, aber. Darko? Warum nimmst du nicht das Glowstone Elevations-Unit, das daneben ist? Es gibt einmal das Empty und einmal das Normale, wo du einfach nur Tin und Eisen in der Rolling Machine brauchst. Was? Es gibt zwei verschiedene Glowstone Elevations Unit. Weil ich das leere brauche. Dann stellst du das volle her und machst das leer. Sicher, dass das geht? Natürlich. Es muss gehen. Du kannst hier jede Sache leer machen. Hier, wenn du diese Zellen zum Beispiel die Sulfurzelle, die du aus Redstone oder was auch immer herkriegst, die kannst du ja auch leer machen. Weil das ja auch ein Dingsbumsbehälter ist. Ich denke mal, das wird das dort auch sein. Wollen wir es hoffen. Und Scheiße. Zum krönenden Abschluss. Ich habe den Voidminer Controller Tier 5. Aber ich kann ihn noch doch claimen. Haha, wir haben einen Voidminer einfach mal übersprungen. So, das war's ja auch mit der Folge.